Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Mein heutiges Thema dreht sich wieder um seelische Erkrankungen. Ja, trotz dass ich in einer Klinik bin, ist es halt gestern richtig passiert, ja. So gestern Mittag, so um 3 rum, 3:30, bekam ich eine richtige, sehr depressive Episode, wo auf einmal nichts mehr ging, ja. Auf einmal lag ich richtig flach. So als hätte man eine sehr schwere Angina. Ja, ich konnte mich kaum noch rühren, kaum noch denken. Bin dann so richtig in ein totales seelisches Loch gefallen. Ja, wo einfach nichts mehr ging. Ja, wo ich so depressiv war, dass ich mit Hängen und Würgen mich dann hier zum Abendessen gequält habe, schnell mein Essen zu mir genommen habe und lag sofort wieder flach. Ja. Und in so einer schweren, sehr arten, schweren, depressiven Episode oder Schübe, denkt man nicht mehr nach, schreibt irgendwas Leuten und weiß es danach nicht mehr. Ja, und das ist das große Problem manchmal dieser Krankheit. Ja, wo Nicht-Betroffene gar nicht mitreden können. Die meinen, ach, stelle ich nicht so an, morgen ist alles besser und morgen bist du wieder gesund. Diese Krankheit kann man doch heilen, ja. Geh in die Klinik, wo ich gerade bin. Oder ne Medikamente, dann ist alles gut. Eben nicht. Ja, diese Krankheit wird draußen immer noch nicht akzeptiert, unterschätzt. Ja, das ist die Realität. Und ich bin heute immer noch ziemlich geschlaucht von diesen Schüben, ja, die. Der ganze Körper leidet darunter. Ja, also ich war gestern so fertig. Ja, ich habe sogar meine Abendtablette, die ich nehme zum Einschlafen, mit leichtem Schlafmittel und sehr hohem Antidepressivum, sogar schon um 7:45 genommen. Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich war so erledigt. Ich bin heute immer noch ziemlich platt. Aber so ist diese Krankheit, ja. Und wenn man dazu noch Sozialphobie hat, wie ich, ist man dann noch distanzierter. Sozialphobie ist halt, ja, das glaubt irgendwie keiner. Ja. Wenn, ich weiß, bestimmte Leute kann ich gar nicht die Hand geben, weil ich eigentlich so gehemmt bin und so innerlich, richtig ehrlich aufgewühlt. Da habe ich davor sogar Angst, die Menschen die Hand zu geben. Ja. Und das ist nicht so super einfach. Ob es sehr schwere depressive Störung ist oder eine sogenannte Sozialphobie. Ja, das gibt es. Dass man sich nicht traut, auf Menschen zuzugehen oder Menschen die Hand zu geben. Aber noch schlimmer ist, bei mir ist das so, ich kann Menschen fast nicht mehr vertrauen. Ja? Ich sage immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja? Und so wie es hier aussieht, muss ich vielleicht bald hier entlassen. Ich werde auf jeden Fall wieder was Ehrenamtliches machen, aber da sage ich jetzt schon, dass ich Menschen die Hand gebe, das wird es leider nicht mehr im großen Stil geben. Ja? Weil wenn ich das wieder mache, habe ich sofort wieder eine Erkältung, Magen-Darm-Probleme, ja? Oder Magen-Darm-Grippe, ja? Da bin ich vorsichtig geworden. Aber ja, diese Krankheit ist halt für viele Menschen nicht greifbar. Sie verstehen es nicht, dass die Psyche einen so runterziehen kann, dass die Psyche so ist, dass man nicht mehr laufen kann, nicht mehr gehen kann und auch nicht mehr richtig denken kann. Ja? Und dass man meint, die Welt geht unter. In einem selbst. Und klar, komme ich immer an Menschen, die das nicht verstehen wollen. Ja, das fällt mir auch schwer, dass Menschen diese, ob es Freundeskreis ist, ob es bei vielen von euch die Familie ist, ob es die Arbeitswelt ist oder wie ich auch das Ehrenamt. Ich habe ja eins gelernt. Ich muss es nicht mehr jedem recht machen. Ich kann es nicht mehr jedem recht machen. Ja? Und wenn Menschen meinen, das ist halt eine Einbildung, okay. Ich kann es eins machen, mit meinen Videos aufzuklären.
Ja, und denke, das tue ich jetzt schon 2 Jahre lang. Mit vielen negativen Kommentaren, aber auch mit echt netten Kommentaren. Letzte Woche hat mich eine Bloggerin angeschrieben und hat meine Videos sich ziemlich viele angeguckt und hat mir dann geschrieben, sie fühlt mich sympathisch, sie findet das toll, wie ich das mache, ja, und dass ich super rüberkomme. Das ist für mich ein totales gutes Gefühl, dass ich auch Betroffenen damit helfen kann, ja, und mal sehen. Vielleicht werde ich mich auch nach dem Klinikaufenthalt hier mal mit Betroffenen treffen. Ich bin da sehr offen, mal sich auszutauschen, ob es wegen dem Blog ist, ob es Videoblog ist, ob es auch wegen dieser Krankheit ist. Ja? Vielleicht kann ich da auch was mitnehmen und die Betroffenen, die das auch haben, die auch Blogger sind, vielleicht auch was mitnehmen. Ich bin da verdammt offen. Man kann sich gerne mal austauschen. Und das finde ich, unter Betroffenen muss es auch so sein, dass man sich da, egal wo sie in Deutschland wohnen, man kann sich ja mal an einem Samstag treffen und schauen, ob man auf der gleichen Wellenlänge ist, um dieses Thema vielleicht mal zusammen mit einem Video oder zusammen mit einem schriftlichen Blog weiter nach vorne zu bringen. Das ist das, was ich hier aus der Klinik mitnehme. Man kann es nicht eh recht machen. Ich muss an mich denken. Ja, ich muss an mich denken und nicht an andere. Wenn anderen mein Gesicht nicht passt, okay, dann ist es so. Ja, ich werde diese Krankheit haben, das weiß ich. Ja, die wird auch nicht verschwinden. Aber vielleicht kann ich nach dem Klinikaufenthalt ein bisschen längerer Zeit damit besser umgehen und die Schübe werden ein bisschen geringer. Ja, außer gestern, das war schon richtig Hammer. Aber okay, mal sehen, wie es weitergeht. Also, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.